Das hier ist eine wirklich schöne Effektkombination und der Effekt ist unter allen Bedingungen vorführbar, ob im Close-Up-Bereich oder auch auf der Bühne, ganz egal. Auch bei der Kinderzauberei kommt das wirklich sehr schön an. Eine Verwandlung in mehreren Stufen, sehr visuell, sehr, sehr einfach vorzuführen und Sie werden Ihren Spaß daran haben, versprochen. Mein Name ist Michael Küppers und das ist Lollipop 2. Im Laufe seines Lebens stellt man sich viele Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Welche Schuhe ziehe ich dazu an? Und eine ganz wichtige Frage nicht zu vergessen: Wie werden eigentlich Lollipops gemacht? Und dazu gibt es eine sehr magische Antwort. Man benötigt nämlich zuerst einmal ein paar Seifenblasen. Und dann sucht man sich eine aus, wie diese hier. Und dann hat man tatsächlich schon einmal eine massive Seifenblase. Aber es fehlt natürlich etwas, es fehlt nämlich der Stiel. Auch kein Problem, jetzt sieht es schon besser aus. Und eine magische Bewegung und schon hat man einen richtigen Lollipop, den man sofort dem Zuschauer zur Überprüfung reichen kann. Er kann ihn auch behalten als Souvenir und ihn sofort verspeisen. Was will man mehr? Ideal für Kinder und für jede andere Gelegenheit auch.